Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2070. Wir können anfangen mit der Aromastoffproduktion. Yay! Aromastoffproduktion. Saurok hat immer noch nicht das Rohöl vernünftig eingerichtet. Aber saurer Boden. Da geht's bald weiter. Irgendwo haben wir sauren Boden. Wir wollen Aromastoffe herstellen, das kann man nur mit saurem Boden. Ach so, okay. Das ist allgemein bekannt. Das ist in China. Aus was wird das denn hergestellt? Wir haben kein Beton. Aus Gewürzen. Aus Gewürzen! Und es fehlt Beton. Benötigen weiteren Beton. Warum ist denn die eine hier die ganze Zeit kein Kalkstein? Haben wir nicht hier Kalkstein eingelagert? Wie spricht man da jetzt so eigentlich? Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Beton? Oder ja. Beton? Nein, oder Beton. Beton. Wir sind in Deutschland. Mit G, okay. Wir sind in Deutschland. Man spricht so, wie er uns schreibt. Dann schreibt man aber Beton und nicht Beton. Man sagt ja auch Portemonnaie. Fälligst. Ich nehme mal ein bisschen Kalkstein mit, dann können die mehr produzieren. Warnung. Vielleicht. Boah, hör mal auf, Öli, du nervst. Ja, kaufen wir es jetzt zum 8. Mal zurück. Öli ist hart am Nerven, ey. Ist der Make wir haben das Geld gar nicht mehr so richtig dafür. Doch, doch, wir haben so viel Geld. Ja, aber das kostet immer 22.000. Jetzt fahr doch dahin! So, Öliver müsste doch jetzt endlich mal angekommen sein, oder? Ist doch kein Gonrill hier. Öliver muss er dann aber auch wieder zurückschicken auf seine Route. Ja, ist er doch schon. Das ist schön. Für was genau brauchen wir denn Öl jetzt? Hier, eins, nur zweite Kalkstein. Dings. Wir sind auf Castro Brauxel übrigens Rohöl wieder gemaxt. Ach, ich hab schon. Hatte ich den gerade schon gemacht? Hanf? Ja, weil du ja von mehreren Seiten das dahin lieferst sogar. Brauche ich wieder und die Kerosinlutsche brauche ich wieder. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ja, macht nichts. So, aber Kerosin jetzt nach Flugzeuginsel bringen und dann hier neues bauen. So, ich mache erstmal 4. Ich habe gefunden, wo wir Energieknappheit und Windrad nicht vergessen. Ja, das ist hier nicht windradmäßig. Beton. Beton. Noch ein paar Sprachübungen machen. Ja. Warnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Mein Gott. Kümmer dich mal drum. Ich baue mal so ein Krankenhaus. Achtung. Produktionsstillstand. Ey, ich baue kein so ein Krankenhaus. Das passt nämlich hier nicht hin. Ja, ich weiß. Deshalb wollte ich das selber nicht machen. Doch, das passt. Das ist immer sehr nervig, da einen Ort zu finden. Ja, das passt. Wer in meinem Sammelsurium an Waren stöbern will, hat nicht die Gelegenheit. Der hat die Aktie von Moreau übernommen. Das passt aber. Das ist gut. Ich kann ja, ist mir egal. Wenn die nicht von uns aufkaufen, ist alles prima. Das ist von uns. Ja, aber die hatte ja jemand anders schon. Von das heißt, Moreau die stören sich gegenseitig. Von uns das ist Moreau. Doch schön. Uns Uwe, so. Ja, die sind alle im Bereich des Krankenhauses. No, aber nicht. Krankenhaus macht irgendwie nichts. Kann das Krankenhaus jetzt mal dahin fahren und alles eindämmen? Das Krankenhaus dahin fahren? Ja, die stehen nämlich direkt daneben, aber die machen nichts. Dann der Krankenwagen oder das Krankenflugzeug. Nicht so viel Sand. Macht das überhaupt was? Ja, nicht so richtig. Ja. Er kann hier lang, da lang, da lang, da lang und dann ist er doch schon dort. Ah ja. Jetzt wird wegen dem Scheißkrankenhaus alles krank. Das ist das schlimmste Krankenhaus aller Zeiten, ey. Gehört das Delmenhorster Krankenhaus hat jetzt Riesenprobleme, weil die ja den Todespfleger da hatten. Kein Wunder. Aber ich kann ja auch nirgends anders ein Krankenhaus bauen, ohne was abzureißen. Dann kommt da deine Boah, wir haben echt auch eine gute, also das ist sehr, sehr bio. Bio-Schweine sind das hier. Die sind in artgerechter Tierhaltung hier. Nicht in kleinen Ställen oder so. Da fahren sie gerade übers Laufband in den Häcksler. Und da kommt dann der Kasten raus. Oh. Das ist das schlechteste Krankenhaus aller Zeiten.
So, guck dir mal unsere Schweinezuchten an. Die sind ein bisschen, Wo denn? Auf Boomtown. Das ist eine Betonfabrik. Das ist eine Ölfabrik. Da unten. Und am besten, wie die gleich da aus dem Gatter geschoben werden. Guck dir das gleich mal an. Da, da werden sie schon reingeschoben. Jetzt kommen sie auf so ein Laufband. Gleich. Und das schiebt sie dann in den Häcksler rein. Da, siehst du es schon. Da, sehen wir uns nochmal an. Woher weißt du, dass das ein Häcksler ist? Weil da jetzt das Produkt hinten rauskommt. Sieht man das auch? Warte. Ja, das sieht man auch. Da sind so Schienen. Warte eben. Weiß nicht, bei welchem du gerade guckst, aber... Ach, da sind die Schienen. Man braucht scheinbar eine gewisse Menge. Aber ich habe gerade die schon rausfahren sehen. Jetzt wird die nächste Fuhre jetzt hier reingeschoben. Ja. Und irgendwann kommt da hinten so ein Ding dann raus. So ein Karton. Wie die Schweine auch sehen, ruhig auf... Da ist... Das ist wie bei Jurassic Park, wenn die Ziege... Und da kommt so ein Paket raus. Ich muss jetzt aber gucken. Der Kundreiplatz hat nämlich Probleme mit der Seuche, weil Krankenhaus zu faul ist. Kann ich nicht unterstützen. So, Ja, na gut, ich muss hier ein paar Leute abreißen, sonst kann ich da nichts hinbauen. Kenn ich das Problem. Versuch die abzureißen, die nicht so viele Steuern zahlen. Also nicht die höchstentwickelten, bitte. Ich muss leider hier diese hier rausnehmen. Gehen wir denn schon ein bisschen Tupperware? Tupperware? Ja, wir haben schon ein bisschen Tupperware. In der XXL. So, meine Freunde, ihr habt jetzt hier zwei Krankenhäuser. Wenn ihr jetzt immer noch sagt, das ist schlimm, dann baue ich noch ein drittes. Funktioniert Schweinezucht auch so in echt? Naja, also. Es geht nicht so schnell wie hier. Aber sie sind in engen Stellen. Das sieht ja gut aus. Aber die dürfen, glaube ich, nicht generell zu Hause schlachten. Es sei denn, es ist ein Riesenbetrieb mit einem eigenen Schlachter. Das Schild sieht ja gut aus. Wo? Beim Schlachter? Oder bei der Metzgerei? Beim Lebensmittelkonzern. Steht drauf Eat Meat? Ja, Eat Meat. Eat Meat. Neue Format von Pete's Meat. Eat Meat. So. Ja, finde ich schön. Ich bin immer noch fasziniert von diesen, wie hier die Schweine verarbeitet werden. Ja. Brauchen wir einen Beton. Beton. Ich weiß, deshalb spreche ich es jetzt absichtlich so aus. Du hast da schon wieder die lahmen Straßen gebaut, ne? Ich baue immer die Straßen. Habe ich auf allen Inseln bisher. Ich wollte gerade auf Plus drücken, um es zu beschleunigen, bis mir einfiel, dass wir Multiplayer spielen und das gar nicht geht. Ich würde mal interessieren, ob Tiere, wenn sie überdenken. Weil, weißt du, da fahren Schweine rein. Achtung. Und dann kommt so ein Karton wieder raus. Na gut, die sehen die ja nicht, oder? Da ist ja so ein Gatter. Die stehen direkt daneben. Stimmt. Ach, die wälzen sich da im Schlamm, das wollen die gar nicht sehen. Aber wie schnell die Schweine hier großgezüchtet werden, da finde ich schon stark von den Bauern. Von den Bauern vor allem. Wir sehen ja auch, wie aktiv da Menschen beteiligt sind an diesem Prozess. Das ist nur so eine Schiebemaschine. Wobei, da läuft ein Metzger rum in der Fleischwarenfabrik immer. Das ist der, mit so einem Hackebeil. Warum ist denn da eigentlich so ein Tank? Ach, da ist wahrscheinlich die Gülle drin. Na gut, Metzgereien müssen verdichtet sein. Wie viel habe ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Ich habe den Metzger noch nicht gefunden. 1, 2. Du musst an dem größeren Gebäude, wo das zugehört. Ich muss mal die Krankenhäuser wieder abreißen. Das ist ja die Fleischwarenfabrik und nicht die. Das andere sind ja nur die Ställe, die du dir angeguckt hast. Hier. Ne, nicht Laboranten. Die normalen Ökos hier. Die Biobauern. Der Biobauer Boris aus Bochtorp. Biohof aus Bocholt. Genau. Was ist das? Das ist auch eine Fleischfabrik. Aber ich finde das schön, dass sie hier bei dem Eat Meat haben sie ein Schwein als Haustier gehalten. Der steht da und guckt. Stimmt. Das ist ja geil. Oh, schade, dass man nicht näher ranzoomen kann. Ja. Warum ist das Schwein da? Weiß nicht. Das ist Boris. Also nicht hier Bobel, sondern das Schwein heißt so. Das war eine gute Idee, Zyrock. Was denn?
das Gebäude auszubauen. Ja, weil da sind ziemlich viele Sachen drin. Mhm, das ist korrekt. Kann man das eigentlich auch ausbauen? Boris? Nee, die Hafenmörder kann man nicht die ausbauen. Die haben auch einen Boris! Die haben alle einen. Ja, natürlich, das sind die gleichen Gebäude. Ich muss mal eben gucken, wir brauchen glaube ich deutlich mehr Fleisch, oder? Boah, bist du gemein, Herr Gorix! Weil ich den Metzger daneben baue, oder was? Nee, hier sind die Schweine, ne? Die werden reingeschoben, sehen dann, wie der Karton rauskommt. Und wenn sie auf die andere Seite gucken, sehen sie Schweinehälften da hängen. Die entkommen ihren Schicksal aber auch überhaupt nicht. Wo denn? Wenn du hier wieder die Metzgerei unten gebaut ist. Wenn sie nach links gucken, sehen sie den Karton. Hinten sehen sie den Schieber. Rechts sehen sie die andere. Und wenn sie geradeaus gucken, sehen sie die Schweinehälfte. Ja, ja. Das ist was anderes. Hat nichts mit euch zu tun. Das war die alte Generation. Jetzt ist ja alles anders. Ich bin so fasziniert von diesen Schweinebetrieben, ey. Aber das Hausschwein, da bleibt er auch stehen. Wir haben übelste Kommentare bekommen in dieser Folge. Der von Artcraft, ne? Der alte Vegetarier. Aber das eine Schwein, das wird nicht benutzt. Das da in den Mietfabriken. Das ist das Maskottchen. Das ja, der Boris halt. Das ist so wie Hennes. Oh, ich kann 58 Leute hier ausbauen. Ich dachte schon Windräder bauen. Aber dazu brauche ich gleich mehr Akkuschrauber. Ich habe nämlich gerade ein paar viele verbraten, möglicherweise. Okay. Haben wir nicht hier noch die Felix? McDonald's. Dann kannst du hier bleiben, wenn die Felix das macht. McDonald's. Wobei du kannst mal eben... Wobei von dem anderen mal... Wir haben hier jetzt wirklich mittlerweile McDonald's, ne? So, davon haben wir noch schon genug überall noch, ne? Also Nahrung ist kein Thema, ist, ne? Das ist Negorix, das kommt ja dann in so einem Karton raus. Das ist kein Häcksler, Thema. Das ist, kennst du auf Mülldeponien diese Autopresse, wo dann so Würfel rauskommen? Das passiert hier auch. Das ist kein Häcksler. Ich nehme noch in 30 Frames auf, egal. Das ist eine Presse. Ich muss mal eben einmal kurz schwarz bilden. Die ist eine Lügenpresse. Ich muss nur eben hier das Ding jetzt nochmal aufrufen hier gerade. So. Ist ja gut, ich... Zack, und jetzt seht ihr kein Schwarzbild mehr. Ich hab Standbild. So, warum das denn? Ich wollte jetzt hier nämlich so ein Wahrheitsministerium. Ist das Schwarzbild? Bauen. Alles gut, Zerok? Zerok? Zerok! Ja, gut, also dann machen wir jetzt endlich ein Singleplayer-Let's Play. Wurde auch mal Zeit. Geht grad nicht! Oh nein, jetzt ist er wieder da. Schade. Bin ich noch da? Hallo? Ja, du bist wieder da, du warst zwischendurch weg. Okay. Hast du mich zumindest nicht auf meine Gemeinheiten reagiert. Interessant, Bist du noch im Spiel? Ja, ich habe mal kurz rausgetappt und jetzt geht wieder. Warum hatte ich Standbild? Das muss ich auf den Grund gehen. Weil ich so fies über Schweine geredet habe. Mach es oder lass es. Nicht alle flüchten, oder? Das ist doch ein bisschen schwierig. So, ich möchte jetzt so ein Wahrheitsministerium bauen. Wo müssen die denn hin? Die müssen in diese. Ein Wahrheitsministerium? Aha. Da müssen die. Was ist das denn? Und hier, glaube ich, ne? Warum habe ich da Häuser gebaut? Ich will sehen, wie das Wahrheitsministerium aussieht. Müssen die nicht hier hin? Ich glaube, die müssen hier hin. Ist das so eine Superman-Statue? Oh, ich habe zu wenig. Was habe ich denn zu wenig überhaupt? Beton. Das heißt Beton. Was kann man hier machen? Job-TV. Steht das Bedürfnis nach Information. Reduziert das die Bevölkerungszuwachsdauer. Das ist gut. Das heißt ja wirklich mal... Joe! Ich habe das nicht erfunden, diesen Begriff. Warum steht da oben Joe? Job-TV bestimmt, oder? Nee, guck oben bei dem Ding, guck oben, da steht Joe. Sie können. Ja, das muss so. Das soll wahrscheinlich Job heißen. Ist nur ein bisschen abgeschnitten. Der Chef war heute so freundlich zu mir. Entweder werde ich befördert oder gefeuert.
Ja, so ist das im Kapitalismus. Lass das Haus mal direkt abreißen. Ich muss mir die Schweinefarm hier angucken, das ist ja der Shit, ey. Nein! Jetzt habe ich den Tee hier abgeliefert, das wollte ich nicht. Funktioniert. Ja, ich habe gerade, während der hier mit seinem Schiff vorbeigefahren ist, ein paar Akkuschrauber ausladen lassen. Dass das überhaupt möglich ist. Wir alle so einen Bonus haben, ey. Finde ich schön. Das ist schön. Wir brauchen mehr Beton. Weil die Ölproduktion hier ist mittlerweile ganz okay, nicht so, nicht geil. Wie weit haben wir das Öl eigentlich gebraucht? Für Tupperware. Ach, hier unten Tupperware. In der XXL Frische Box. Brauchen wir noch mehr so Raffineriens. Du kannst gerne noch, Zalrock, da eine zweite Öldings bauen, ne? Ja, da brauche ich aber viele Ruhe. Ja, das solltest du auch machen. Und am besten sogar auch eine dritte, weil wir brauchen Tupperware. Eine dritte geht nicht. Hast du extra wirklich eine Insel genommen mit nur zwei? Ja, ich hätte auch als Alternative die mit einem machen können. Ja, dann nimm die mit einem noch dazu am besten. Okay, die liegt direkt daneben. Ne, da sind auch zwei drauf. Dann musst du das aber auch mit... Hier sind sogar... Oh, hier sind viel mehr. Ja, dann nimm die. Aber das muss dann die Routen auch verbinden, weil also langsam haben wir auch einen Mangel an Rohöl auf der Insel. Also noch geht's. Vielleicht können wir mal eben gerade die Felix nach unten schicken und dann nochmal ein bisschen was klauen. Ich glaube, das ist angebracht. Ja, klauen, ne? Warum stelle ich die nicht für Zarok mit lauter Bullshit hier rum? Das soll die bestimmt verkaufen. So, wo soll ich denn nochmal eine Aktie kaufen? Wir hatten doch irgendwo, wo ganz viele anderen waren, ne? Anders. Ja, der war oben bei Caritas 5 oder so. Hier haben wir alle. Das gefällt mir. Auf Quant haben wir nur zwei, aber es hat kein anderer was. Hol mal Akkuschraubers und anderes Zeugs. Mal die hier. Ich kann gar nicht so dann viel Geld schicken dabei auf. Dann baue ich jetzt nämlich FFF 94. Ich hätte in Caritas 5 eine Aktie von Dr. Bartok. Immer noch. Bartok, Frieden kannst du vergessen. Du hast drei Schiffe, die nicht angreifen können. Ein Grund mehr, nicht Frieden zu schließen. So, 33 immerhin. Dann können wir wieder ein Wahrheitsministerium bauen. Das gefällt mir. Warum Frieden, wenn wir sie vernichten können? Du kannst ja nicht offensichtlich. Ja. Ist doch schon 8 Folgen dabei, oder nicht? Nee, das ist jetzt quasi der falsche Krieg. Wie damals an der Grenze zu Frankreich, weißt du? Der Chef war heute so freundlich zu mir. Habe ich dir das vergessen? Ich meine, wir haben ja alles, was wir wollen. Sie muss ja kommen. Ja, ist wie wenn wir 1-0 führen, ne? Wir haben alles, sie muss kommen. Financial Center hin später. Nein. Financial! Ah, genau, diese Dinger wollte ich gleich auch noch bauen. Was denn? Will ich sehen? Ich bin auf der falschen Insel. Registriere so, Energieknappheit. Ja, gut, dass du so ein Ding gebaut hast. Jetzt muss ich noch ein Wildrad bauen. Da steht's wieder, Joe. Warum steht denn hier, weißt du, auf einem Joe, auf dem anderen Brigitte? So. Dann auf dem nächsten Gisela. Aber das ist auch ein schöner Name, Gisela. Ich baue jetzt erstmal nochmal ein paar Offshore-Windräder, ist mir lieber. Gisela! Gisela! So, genug Energie jetzt. Gisela! Nennt eigentlich irgendjemand heutzutage noch irgendwie seine Tochter Gisela? Stimmt. Warum braucht man denn für ein Reststoffpresswerk 12 Beton? Ja, irgendwie Beton ist dafür da, diese Pressplatten zu machen. So. Der Chef war heute. Fällt euch denn, dass ihr jetzt endlich Burgers bekommt? Entweder werde ich befördert Burgers. Oder gefeuert. Genau, wo sind wir jetzt hier angekommen eigentlich? Ja, die Felix ist doch da. Ey, weißt du, was ich nicht verstehe? Ich guck mal jetzt nochmal kurz auf die Akkuschrauberproduktion, wie die Akkuschrauber gemacht werden. Ne? Da wird hart gepresst. Hart aber auch. Ja, da gibt es ja diese Pressen. Und jetzt gucke ich auf die Betonpressen, da wird kein Stück gepresst. Da läuft nur irgendein Typ auf dem Dach rum und repariert die ganze Zeit Dach. Schade. Ey, ohne Spaß jetzt.
wenn du auf die Betonwerke guckst, da ist eine Ecke, die ist total schäbig, die ist fast schon kaputt. Tja, da sollten wir ein paar Betonplatten vormachen. Da ist wieder Sarkophag in Tschernobyl. Der ist auch nicht mehr ganz so frisch. So, wo sind denn hier die Offshore-Windräder? Bauen wir die doch erstmal. Ich finde das voll schade, dass die in Tschernobyl jetzt diesen neuen Sarkophag da drüber geschoben haben. Der sieht voll scheiße aus. Ich finde das gut, dass wir hier Kommunikation stattfinden in diesem Let's Play. Das ist halt ein dämlicher Kommentar. Was soll ich dazu sagen? Das ist kein dämlicher Kommentar. Das ist ja nur dafür da, damit ich jetzt sage, oh, das ist aber nicht gut, dann ist die Umwelt doch total und so. Ja, aber was willst du mal? Das neue Ding, das ist halt einfach so eine runde Röhre. Hast du jetzt den zweiten Ölturm da endlich gebaut? Nein, weil erstmal muss das Schiff dahin fahren. Ja, warum ist es denn noch nicht mal unterwegs? Weil das einmal komplett über zwei Inseln fahren muss. Selbst wenn gleich ist schon mein Schiff, meine Felix ist ja gleich schon da mit dem ganzen Rohöl. Ich kann nur wenigen vertrauen. Darum bitte ich Sie um diesen Gefallen. Sie dürfen mit niemandem sprechen. So, Beton ist schon wieder ein bisschen was da. Alles gut, Sarok. Immer ruhig atmen. Er möchte mit ihm sprechen. Immer ein- und ausatmen, Sarok. Langsam ein- und ausatmen. Haben Sie sich das etwa bei mir abgeschaut? Was ist mit diesem Jungen los? Da gibt er ihm Barschis an um die Ecke. Aus dem Ecke. Was ist mit dem los? Die Folgen können wir noch gar nicht. Ich hoffe, du nimmst mit Facecam wieder auf inzwischen. Verschlechterung geht's im noch? Gesundheitszustand der Bevölkerung existiert. Wir dürfen mit niemandem sprechen. Ja, wir warten noch, bis sich Zarek beruhigt hat mit diesem Ende dieser Folge. Wer jetzt nur gesagt hätte, wen sie sind, dann Pfeife. So, ist nicht mehr witzig jetzt. Ja, vorher war das total witzig, fand ich. Also, ich hab mich totgelacht. Oh Gott. Entwarnung. Sonnengefahr eingedämmt. Das war schön. Ja, freut mich, wenn du Spaß hattest. Ich will nicht verschreien, aber im Moment läuft es ganz gut. Kieferschmerzen. Dann müssen wir mal eine kurze Pause machen, damit sich dein Kiefer erholen kann. Das war's nämlich jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.